Ich will von keinem von euch auch nur einen Piep hören. Und zwar so lange, bis wir bei der Foodcon sind. Piep. Kein Piep. Piep. Ich sagte kein Piep. Piep. Piepsgriff. Mr. Krabs, blinzeln Sie, wenn Sie noch leben. Neptun sei Dank, alle unversehrt. Und wenigstens haben wir in dieser einsamen Gegend genug zu essen. Das war ein dummer Zufall. Die sind in meinen Mund gefallen. Nur keine Angst. Wir können immer noch gewinnen. Es ist noch ein Burger übrig. Wir müssen uns beeilen. Der Wettbewerb ist morgen. So, und weil ihr beide den Unfall verursacht habt, schleppt ihr den Wohnwagen? Super! Wir schleppen den Wohnwagen! Na, mein Freund, du siehst müde aus. Soll ich vielleicht mal eine Zeit lang den Burger bewachen? Danke, Patrick, das wäre klasse. Patrick, nicht doch! Ich fasse es nicht, dass du denkst, ich wollte ihn essen! Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich bin nur hungrig und müde und komme hier ganz alleine vor, weil ich finde, dass wir uns zusammenreißen. Hey! Aber ich habe Hunger! Aua! Hey, ja! Aluminium! Ich war so frei, einen Safe zu konstruieren, in dem unser wertvoller Burger in Sicherheit ist. Das ist eine tolle Idee, Mr. Krabs. Genau, leg ihn einfach da rein. Ich gehe auch auf Abstand, während du das tust. Da drin riecht's aber eklig. Kann sein, aber jetzt mach schon. Nein! Genug davon, ich bin dein Boss. Und ich befehle dir, mir den Burger zu geben. Nein, Mr. Krabs, ich weigere mich. Dafür gebe ich Ihnen diese Naturburger. Oh, wow. Oh, wie delikat. Haut rein, Jungs. Schmeckt irgendwie wie das Innere eines Rasenmähers. Ich glaube, meiner besteht hauptsächlich aus Steinen. Die nennen wir hier draußen Waldtomaten. So, jetzt reicht's. Aber denken Sie doch an die Foodcon. Man gewinnt dort keinen Blumentopf, wenn man vorher elend verhungert ist. Und jetzt drückst du diesen Krabbenburger raus, Mignon. Nein, ich mach das zum Besten von uns allen. Ich beschütze sie doch nur vor sich selbst. Tja, wenn das so ist, lässt du mir leider keine Wahl. Auf ihn! Ja! Wo war's wer? Die Foodcon! Auf ihn! Jetzt bringt er den Burger raus, ich hab Hunger! Ihr braucht den Burger nicht mehr! Und hiermit verleihe ich das diesjährige goldene Füllhorn an! Bitte, probieren Sie diesen leckeren Krabbenburger! Was ist das? Eine Nachnominierung? Ein Naturburger? Ein Krabbenburger? Ja. Einen solch komplexen, organischen, unwiderstehlichen Geschmack hatte ich noch niemals zwischen den Kiemen. Der Gewinner ist... Der Krabbenburger! Nichts für ungut, mein Herr, aber das ist nicht der Eck. Halt dein Schwammloch, Minjung! Wir haben gewonnen!